Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Wir müssen heute auf jeden Fall mal noch ein bisschen Umsatz machen und hier stinkt's auch schon wieder. Komm rein mit dem Ding. Moin moin mein Guter. Bock auf ein paar Snacks? Kunde an Werkstatt. Oh, wir müssen an die Werkstatt. Den müssen wir bevorzugen. Der bringt uns mehr Umsatz. Moin mein Guter. Zeig mal, was kaputt ist. Einmal Spiegel und ein paar Kratzer hast du. Kriegen wir hin, alles kein Problem. Stundenlohn 800 Euro. Und neuer Spiegel rein. Und dann haben wir hier drüben noch ein paar Kratzerlis. Die mache ich dir natürlich auch noch weg. Sollte sehr schön aussehen, wenn du gleich aufs Date fährst. Bitteschön, geil, 200 Dollar wieder verdient. Danke, dass Sie gewartet haben. Wir müssen hier mal ein bisschen abkassieren. Good job. Jo, ich weiß, dankeschön. Schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Also, Autos betankt, 1 von 11, bediente Kunden im Laden, 1 von 25 und 5 Autos reparieren. Moin, Bock auf ein bisschen Sprit? Der will viel. Der will viel, komm schon. Bam. So lange hast du doch gar nicht gewartet, oder? Stand der schon länger da? Habe ich den übersehen? Wenn ja, tut's mir sehr, sehr leid. Moin. Was kriegst du noch Schönes? Hab gar nicht gesehen, wie sie reingekommen sind. Ich hoffe, sie haben nichts geklaut. Lebensretter. Wegen einem Traubensaft und noch irgendwas. Okay. Na, wenn du meinst. Vielleicht hat er Diabetes und brauchte schnell Zucker. Wir können generell mal ein bisschen hier im Computer rumgucken. Das sind die Anforderungen, die wir unten stehen haben. Die müssen wir jetzt natürlich demnächst machen. Popularität kriegen wir auch wahrscheinlich bald noch auf die 3. Wie sieht's aus mit dem Workshop? Ah, okay, wir müssen noch ungefähr 60 Dollar sammeln. Bin mal gespannt, was da noch so bei rumkommt. Warum ist denn jetzt auf einmal so wenig los hier? Wir brauchen mal noch ein bisschen Kundschaft. Müssen wir auch hier drüben schrubben? Ich glaube nicht, ne? Hier darf es dreckig sein, ist eine Werkstatt. Was ist mit den kaputten Reifen? Muss ich die weg... Ach, die müssen wir wegschmeißen. Die hauen wir hier mit in den Container rein. Wir brauchen jetzt bloß mal noch ein bisschen Kundschaft. Warum ist denn gerade so wenig los? Ah, da kommt jemand. Oh, weiter, 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 stopp. Haben sie super gemacht. Ich will noch ein bisschen Sprit. Bitteschön, und da kommt auch schon der nächste, perfekt. Ja, wir müssen hier schon noch ein bisschen aufräumen. Komm, wir nutzen jetzt mal die Zeit. Krass, dass gerade so wenig los ist. Da kommt noch einer, der will ein bisschen was einkaufen. Moin, mein Guter. Kfz-Mechaniker Meister Kenny ist heute mal wieder für Sie am Start. Vom Chef höchstpersönlich repariert. Besser kann es nicht sein. Wie nur ein Spiegel. Nö, komm, da machen wir dir nochmal einen Reifen kaputt. Das lohnt doch sonst gar nicht. Great job. Bitte, Officer. Ich... Was zur Hölle? Will der mich verarschen? War ich jetzt so hässlich? Ach Mann. Moin. Ich hoffe, sie rennen nicht gleich weg, sobald sie meine Visage sehen. Super. Wir können trotzdem nochmal in den PC schauen. Bei Lieferungen. Wie sieht's denn aus? Kraftstofftechnisch? 113 Liter sind noch drin. Brauchen wir erstmal nix. Guck mal, hier unten gibt's da noch Autopflege und sowas. Was können wir hier bauen? Coole Fässer? Oh geil, für 19 Dollar. Ja, kaufen wir. Und hängend? Ein Geweih oder ein altes Wagenrad? Komm, wir hauen uns hier noch so ein Geweih mit rein. Geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. So, dann lasst mal einen Rucksack schauen. Ein altes Geweih. Wo hängen wir das hin? Hier oben mit? Ah, nee, da ist Toilette. Wir hängen das jetzt erstmal dorthin. Und wir haben noch so ein cooles Fass. Stellen wir hier in die Ecke. Nee, so nicht. Jetzt aber. Da sieht es doch gleich ein bisschen muggeliger aus. Kunde an Kraftstoff. Moin. Und zack, 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 zack. Bam. Geil, es geht voran. Wir werden wahrscheinlich die Folge, die Tankstelle, schon noch auf die 2 kriegen. Obwohl 25 bediente Kunden im Laden ist schon nicht wenig. Wo haben wir denn damals die Regale gekauft? Einrichtung, Regale. Ach, guck mal, was wir jetzt alles schon können. Alkohol, wir brauchen Alkohol. Definitiv kaufen. Was ist eine gute Tankstelle ohne Alkohol? Eine schlechte Tankstelle. Zack. Perfekt, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen Alkohol bestellen. Brauchen Alkohol. Was gibt's denn? Cerveza, Fuchon, Amsterdamer. Also, Chefens Light. Die mit dem Roten kaufen wir erstmal nicht. 15 Stück, 20 Stück Amsterdamer davon und davon. Wie teuer sind wir denn? Bei 122 Dollar. Geht. Dann kommen vielleicht auch mehr Kunden in den Laden und umso schneller haben wir die Tankstelle auf dem nächsten Level. Ich gehe erstmal kacken. Boah, Entschuldigung. Dann lasst mal noch schauen, was es noch so Schönes gibt. Hier sind wir wieder am Parkplatz. Wir könnten noch einen Parkplatz kaufen. Der kostet aber 400 Dollar. Müssen wir auch vorher mal noch den Sand wegschubbeln. Aber ich glaube, das lohnt sich. Ja, da können noch mehr Leute parken und kommen noch mehr Leute einkaufen. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, wir haben gerade einen Moment. Wo ist denn unser Bagger? Steht er wieder hinten? Wir müssen erstmal die Polizei betanken. Für sie wird's extra teuer, weil sie hier immer auf Toilette gehen und nichts kaufen.
Service. Jo, bitte. Rudi steht wieder hier hinten. Hunde an Kasse. Ach Mann, lasst mich doch mal in Ruhe. Gerade war die ganze Zeit ruhig und jetzt, wo ich mal was machen will, ist auf einmal die Hölle los. So, zack, bisschen Limo. Oh Gott, das wird aber viel. Noch mehr? Oh ja, das wird Umsatz. Oh, guck mal, die hat richtigen Fressflash. Bestimmt vorher eingeraubt. Nein! Entschuldigung. Ach, habt das gesehen. Mist, Popularität ist trotzdem auf 83%. Jetzt müssen wir dem hier hinten das Tor aufmachen. Der hupt uns gleich wieder an. Ja, mein Freund, ist gut. Ich kann das Tor nicht offen stehen lassen, du weißt doch. Ganzen Kleptoman hier in der Gegend. Komm, schnell auf damit. Und einmal hingestellt. Weiß gar nicht, was hier alles noch steht. Wir müssen da mal gucken. Kann's weiter, mein Freund. Komm, mach hin. Guck hier nicht blöd in meinem Lager rum. Sonst gibt's noch ein Brett mit ins Auto. Oder so. Wir müssen wieder an die Werkstatt. Also, wir machen auf jeden Fall eine Menge Kohle und ich muss sagen, das Spiel macht mir immer mehr Spaß. Ich finde es mega cool, auch mit den Produkten, die man bestellen kann und verschiedene Kurse. Und gerade auch die Werkstatt jetzt hat auf jeden Fall auch nochmal was. So, wir brauchen ein Rad. Entschuldigung. Jo, mach mal. Schnell raus hier. Reifen ab. Und ein neuer wieder dran. Reifen macht, glaube ich, immer viel Geld. Geht auch relativ fix. 80 Dollar. Na gut, okay. 50 kostet der. Also verdienen wir gerade mal 30 Dollar pro Reifen. Ist doch gar nicht mal so viel. Bitteschön. Wir können hier nochmal fix schrubbeln. Es soll natürlich immer wunderschön sein in Kennys edler Tankstelle. Können wir mal gucken. Der Alkohol ist doch da. Place all, place all, place all, place all. Perfekto. So, Ah, ich dachte schon, der wollte gleich. Der wollte. Er hat gesehen, dass wir beobachten. Der hatte Bock auf im Dienst mal ein bisschen einzischen. Kann man ihm auch nicht so dolle übel nehmen. Gut, wir brauchen definitiv den zweiten Parkplatz. Umso mehr Kunden haben wir hier. Wir bedienen den noch schnell und dann holen wir Rudi. Dennis? Oh nein, nicht Dennis. Wo ist Dennis? Ich hab ihn gehört. Dennis! Wo bist du? Hä? Ich sehe ihn nicht, aber ich hab doch sein Lachen gehört. Hä? Ja, hier warten Kunden, Dennis. Verschwinde. Dennis, hau ab. Dennis. Ja, ich glaube, wir haben ihn vertrieben. Ach Mann, ey, mitten im Betrieb hier. Ah, jetzt haben wir hier schon wieder so einen Drachen. Menno. So, moin, Entschuldigung. Ich hatte hier einen kleinen Jungen, der malt uns komische Sachen an die Wände. Die Polizei ist vor allem mitten im Laden und macht einfach nichts. Ach, verdammt. Ja, komm, freu dich, dass du was umsonst bekommen hast. Das darf echt nicht mehr passieren. Das ist verlorener Umsatz. Jo, bin ich. Hi, die will auch noch was. Hunde an Werkstatt. Da müssen wir jetzt nochmal schnell hin. Und zack. Jo, bitte, jetzt gehen wir... Ach, jetzt will die noch tanken. Jetzt wird's langsam stressig. Hier früh um 5. Geil, wir haben Popularitätsstufe 3. Langsam wird es echt stressig, ne? Früh um 5 kommen die ganzen Leute, die auf Arbeit wollen. Wir müssen hier auch langsam wieder was bestellen. So, was ist denn bei dir kaputt, mein Freund? Der Reifen ist kaputt. Ah, ich vergesse mal, dass ich vorher den Reifen in die Hand nehmen muss. Entschuldigung. So, ab mit dem alten Ding. Drauf mit dem neuen. Dann haben wir zumindest schon mal den Reifen. Was war noch? Der Spiegel? Ja, da brauchen sie einen neuen Spiegel. Da gebe ich ihnen vollkommen recht. Gucken sie mal, was ist denn da passiert? Wow, super. Jo, bitte. Jetzt haben wir hoffentlich gerade mal einen Moment Zeit. Ich weiß halt auch immer nicht, wie lange warten die Leute. Wie geduldig sind die? Bringt die Wurst was, die ich hingelegt habe? Oder bringt sie nichts? Jetzt natürlich noch richtig Pech haben, ist der Sprit gleich leer. Wir hauen hier mal den Turbo an. Komm, fahr, mein Freund, fahr. Da ist schon wieder gleich einer an der Tanke. Oh Gott, hier müssen wir sogar mehrfach Sand wegbuddeln. Wann soll ich denn die Zeit dafür haben? Wir müssen erstmal aussteigen. Wir könnten die Tankstelle natürlich schließen, aber Leute, alles Umsatz. Vergesst es. Zack. Jo, bitte. Ist ja gut. Ich fahre ja schon. Mann. Alles ungeduldig. Ui, jetzt sind wir fast zur Polizei reingefahren. Kraftstoffstatus niedrig. Geil. Leute, es wird langsam. Aber sicher eine geile Tanke, aber es wird auch verdammt stressig gerade. Ich muss erstmal Zeit finden, hier Sand wegzubaggern, währenddessen alle 2 Minuten. Ja, das war klar. Nein, jetzt steht er hier mitten im Weg, verdammt.
Da wäre ich gerade auch gerne. Einfach weit weg hier. Ich bin am Burnout. Wir bedienen jetzt hier noch fix die Kunden und dann machen wir den Sandhaufen noch weg, dass wir noch einen Parkplatz kaufen können. Hallöchen! Und das hier mit der Kasse muss jetzt langsam mal besser klappen. Concentration! Boah, die kauft aber viel. Kauft mir den halben Laden leer. Jetzt musste ich mal kurz Pause machen. Aber ey, das war schon ziemlich, ziemlich gut, oder? Kann man nicht meckern. $34 hat die hier gelassen. Sehr geil. Wir haben schon wieder 750 knapp. Es läuft. Bald kommt der Porsche und die Rolli. So, wir müssen jetzt erstmal Kraftstoff bestellen. Lieferung, Kraftstoffvorrat, wie viel gehen? 200 Liter? 162? Achso, weil mehr passt nicht rein. Ja, komm, bestell. Zwei Reifen. Das wird ein teurer Spaß. Ich sag's Ihnen jetzt schon mal. Kostenvoranschlag gibt's vorher nicht. Die werden dann erstaunt sein über die Rechnung. Kunde an Kraftstoff. Da vorne kommt die Lieferung, das ist schon mal sehr gut. Der ist zum Glück immer relativ schnell da. Stellt euch mal vor, das würde 24 Stunden oder so dauern. Das wäre richtig, richtig schlecht. Und ein Spiegel hat er auch noch kaputt. Jawohl, das wird wieder ordentlich Umsatz. Ich zieh dir das Geld aus den Taschen. Komm, da machen wir dir doch schnell den Spiegel hier fertig. $260, vielen Dank für Ihren Werkstattbesuch. Moin, Elon. Komm, gib mir deinen Schlauch. Danke. Also, es wird auf jeden Fall immer stressiger hier. Wir können jetzt mal noch den Kanister befüllen. Und hauen das hier nochmal fix bei Rudy mit rein. Rein mit der Seuche. Und weiter kann's gehen. Komm, den Sandhaufen machen wir noch schnell. War nicht meine komplette Tankfüllung. Muss man anscheinend zweimal Kanister reinkippen. Oh Gott, ich bin ein bisschen weit gefahren. Boah, das Ding hat aber auch einen Wendekreis, ey. Leute, Entschuldigung. Reicht das jetzt oder müssen wir nochmal fahren? Nein, es hängt. Jetzt. Ah, okay. Geil, das war's. Und wir stellen jetzt Woody erstmal hier ab. Der Sand ist ja weg. Ist ja scheißegal, wo die erstmal steht. Kunde an Kraftstoff. Sie kriegen erstmal noch fix ein bisschen Sprit. Oh ja, das wird Umsatz, das wird Umsatz. Dankeschön. Moin, Officer. Was gibt's bei Ihnen Leckeres? Auch Alkohol. Ich hab's nicht gesehen, ne? That'll do. Bitteschön. Lass es dir schmecken, aber bitte erst nach dem Dienst. Kunde an Werkstatt. Ach, Mann. Den bedienen wir jetzt noch schnell. Kommt, Leute. Das müssen wir noch schaffen. Ich weiß gar nicht, wann ich hier ein Folgenende machen soll, weil wir haben so viel zu tun. So, meine Gute, was ist kaputt bei dir? Scratch-Doktor brauchen wir auf jeden Fall. Einmal hier an der Tür. Scratchy, scratchy, scratch. Perfekt. Was haben wir noch? Auch nochmal scratchy hier drüben. Wir müssen auf jeden Fall auch bald wieder Autoteile bestellen. So langsam geht das nämlich auch leer. Wir machen halt auch gut Umsatz damit. Komm, geh doch weg. Haben wir? Was, zwei Reifen auch noch? Mann, Mann, Mann. Oh, die Reifen sind fast leer. Wir brauchen Reifen. Shit. Wir brauchen Reifen. Immer mehr Reifen. Aber wir haben auch schon wieder $800 zusammen gespart, ne? Mega, mega cool. Der andere war noch hier vorne. Beide auf einer Seite. Wahrscheinlich ein fieses Schlagloch. Komm, raus mit dir. Ich hab's ein bisschen eilig. Bam, wie viel Kohle wird das werden? $380, geil. Und damit stehen wir tatsächlich schon wieder bei $1218. Geilo, ich freue mich sehr. Es geht voran, es wird immer stressiger. Ich hoffe, wir können uns irgendwann mal einen Mitarbeiter holen. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Lasst ein Abo und ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und übermorgen kommt dann 17 Uhr wieder die nächste Folge. Bis dahin, Leute, macht's gut.